Das imposante Kriminalgericht Moabit in Berlin hat Justizgeschichte geschrieben. Genau an diesem Ort, wo Menschen die Freiheit genommen werden kann, macht Kunst auf Freiheit aufmerksam. Warum? Weil Gerichte nur in Freiheit Recht sprechen können und Bürger unabhängige Gerichte brauchen, um ihr Recht im Streitfall auch zu bekommen. Eine hohe Verantwortung für die Justiz. Die Golden Fields, so Vizepräsidentin Emmerich, können dazu verführen, sich Gedanken zu machen über den hohen Wert von Freiheit und Recht. Als Anregung nach innen, zur Selbstreflexion. Aber auch als Fingerzeig nach draußen. Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch auf die Beantwortung ihrer Fragen nach Inhalt, Umgang und Verfahrensweise staatlicher Tätigkeit. Es geht um Akzeptanz, um Verstehen und Verstanden werden. Hier baut der Berliner Künstler Winfried Muthesius die Brücke. Bewusst bewegt er sich mit seiner Installation Free im Spannungsfeld zwischen Gericht und Knast, Recht und Unrecht, drin und draußen. Was treibt ihn an? Die Kunstinstallation hier im Kriminalgericht Moabit läuft ja unter dem Titel Free. Freiheit ist ja ein großes und wichtiges Thema und wie wir heute merken, wird es immer wichtiger. Man hat ja das Gefühl, dass die Freiheit, wenn man das global sieht, ja doch eher ab als zunimmt. Und ich denke, dass es ausgesprochen sinnvoll ist, sich dessen bewusst zu sein, dass es sich dabei um ein kostbares Gut handelt. Und dass man doch auch mittlerweile etwas dafür tun muss. Wir sind das so gewohnt, dass das alles selbstverständlich ist, aber diese Selbstverständlichkeit scheint sich doch gerade etwas aufzulösen. Und von daher denke ich, ist es ein verdammt wichtiges Thema und es ist sehr wichtig, dass wir damit uns beschäftigen. Ja, die Golden Fields hier im Kriminalgericht sind ja kleine Felder, die eher übersehen werden können und die man, wenn man mag, sich erschließen kann. Und das ist in dem einen oder anderen Fall, denke ich, wird jemand die erkennen. Man sieht jetzt ja, nachdem die Felder ein Jahr hier im Gericht sind, es gibt diverse Felder, die sind ein bisschen zerkratzt. Manche haben mehr, manche weniger gelitten. Aber das zeigt ja, dass sie wahrgenommen werden und nicht völlig übersehen werden. Und die Auseinandersetzung damit, das ist natürlich schwer zu beurteilen, weil man nicht weiß, was in den Leuten vorgeht, die hier sind. Die Golden Fields, die Muthesius im Kriminalgericht Moabit angebracht hat, sind kleine, unauffällige Zeichen. Sie werfen Fragen auf. Kann Kunst oder Kultur den Menschen besser machen? Werden die Seufzer der Opfer und Täter im Gold lautlos verwahrt? Kann es gelingen, wieder vorurteilsfrei, wie ein kleines Kind zu werden? Was ist mit Freiheit und Sicherheit in Zeiten der Pandemie? Wo geraten Gerichte an ihre Grenzen? Wie frei sind Millennials, die nie etwas anderes als Frieden und Freiheit kannten? Welche persönlichen Schicksale spielen sich in diesem Gericht ab? Angeregt durch Muthesius' Kunstinstallation haben im Buch Free – Perspektiven auf die Freiheit 11 Frauen und Männer aus unterschiedlichsten Perspektiven ihre Antworten gegeben. Das ist der Anfang eines Dialogs, den wir mit Ihnen und Euch fortsetzen wollen. Woran denken Sie beim Thema Freiheit? Woran denkst du?